Willkommen im Projekt 514. Ich bin heute auf dem Neckarsteig unterwegs. Das ist einer der vier Qualitätswanderwege. Und zwar geht es heute in Heidelberg los. Bin auch nicht alleine. Ich habe noch den Johannes dabei. Hallo. Und genau, wir beide haben jetzt ein größeres Projekt vor. Wir werden das in mehreren Etappen laufen, ganz genau. Und genau, heute geht es in Heidelberg los. Wir laufen jetzt gleich hier. Hinter mir ist die Himmelsleiter. Das sind etwa 1200 Stufen zum Königsstuhl hoch. Und von dort geht es dann nach Neckargemünd. Und von Neckargemünd geht es dann nach Neckarstein nach. Ganz genau. Das ist ja das heutige Etappenziel. Wir machen eine Doppeletappe aus den ersten beiden Etappen zusammen, weil die zweite wären nur 9 Kilometer. Das lohnt sich für uns nicht, dafür extra loszufahren. Deswegen machen wir heute gleich 1 und 2 in einem. Genau, und die erste Etappe hat etwa 12,5 Kilometer, habe ich gelesen, und die zweite hat dann 9 Kilometer. Jo, dann laufen wir jetzt die Himmelsleiter hoch und für euch gibt es jetzt erstmal noch ein paar schöne Bilder vom Schloss. Let's go! Let's go! Ihr wollt wissen, ob das anstrengend ist? Ach, bisschen. Nee, es ist tatsächlich sehr anstrengend. So Leute, wir sind jetzt oben angekommen. Es waren jetzt etwa 1200 Stufen. Und das ist der Ausblick, den man dafür bekommt. Wenn euch interessiert, wie das im Winter aussieht, dann schaut euch gerne mal das Video vom Hauptwanderweg 40 an. Hier oben in der Ecke. Und wir laufen jetzt in diese Richtung weiter, Richtung Neckargemünd. Was ich total feier, das sind diese Bänke hier. Ich habe das gerade zum zweiten Mal gesehen. Am Start war schon mal eine. Das sind hier extra Neckarsteigbänke. Und wenn ihr auch mal guckt hier, da seht ihr, das ist der Neckar. Also da ist quasi der Verlauf vom gesamten Neckar nachempfunden. Finde ich saucool. Und die Punkte sind, glaube ich, die Städte, ne? Wahrscheinlich. Die Punkte sind die Städte. Hier sieht man jetzt einen der etwas ausführlicheren Wegweiser. Nicht nur das Wegzeichen, auch mit UTM-Koordinaten drauf. Zur Orientierung, falls man mal den Punkt auf der Karte verloren haben sollte oder mit dem GPS neu eingeben will, kein Problem. Und man sieht auch genau unsere nächsten drei Etappenziele, nämlich das steht alles heute noch an. Neckargemünd in 7,7 Kilometern, Dielsberg mit der Feste in 15 Kilometern und dann am Ende Deutsche Bahn, Bahnhof in Neckarsteinach. Von dort aus geht es dann zurück nach Heidelberg. Wir haben uns gerade gefragt, so sag mal, wieso liegt hier eigentlich ein Mühlstein auf dem Weg? Genau, ich habe mal gelesen, dass früher einfach mal angefangen wurde, an so einem Stein quasi rumzuhauen, um zu gucken, ob der dafür geeignet ist. Und wenn er nicht geeignet war, dann hat man ihn einfach liegen lassen. Und ich denke, das ist genauso einer. Dann sag du mir schon einen Text. Ja, wir sind jetzt am Ende der ersten Etappe angekommen. Wir haben hier gerade den Menzerpark durchquert in irgendwas mit Neckar. Genau, Neckargemünd. Neckargemünd. Da käme jetzt gleich der erste S-Bahn-Haltepunkt, von wo aus man wieder zurück nach Heidelberg fahren kann. Aber genau, wir laufen jetzt aber die zweite Etappe von 9 Etappen weiter nach Neckarsteinach. Genau, das sind von hier aus noch so 9 Kilometer. Der Dielsberg ist mit dabei. Das passt jetzt heute noch rein. Wir sind gerade richtig warm. Es ist 3 Uhr Nachmittag. Ja, und in 3 Stunden schaffen wir das locker, die restlichen 9 Kilometer. Passt. Genau.
Ja, und nachdem wir jetzt hier ein paar extra Runden durch den Park gedreht haben, um diesen QR-Code zu finden, weil für den Wanderpass. Genau, für den elektronischen Wanderpass habe ich den hier unten an der Mauer gefunden. Und zwar kann man einmal den Wanderpass quasi auf Papier ausfüllen lassen mit Stempeln oder man kann hier solche QR-Codes abscannen bzw. das in der Web-App antippen, den Punkt, wenn man da ist. Und wenn man 18 von aktuell 27 Punkten so einloggt, kriegt man am Ende, glaube ich, eine Wandernadel und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Ja, genau, weiß nicht, vielleicht kriegt man auch noch was anderes. Lassen wir uns mal überraschen. Wir sammeln auf jeden Fall eifrig Checkpoints und das hier ist eben der für den Mensa-Park in Neckargemünd. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Checkpoint. So sieht's aus. Wir kommen jetzt von der Feste Dielsberg, man sieht vielleicht dann noch dieses Schild, das nach oben zeigt, und laufen hier gerade über den Staudamm bei Neckar, wie heißt es jetzt? Neckarsteinach. Neckarsteinach, genau. Und wir haben jetzt damit die ersten zwei Etappen des Neckarsteigs geschafft, insgesamt hat er ja 9. Und ja, bis jetzt hat es uns gut gefallen, kann man sagen. Sehr gut, ja. Ich kann es mir leider nicht vergreifen, ich muss natürlich nochmal sagen, dass ja, insgesamt immer mal wieder halt dieser Autoverkehr aus dem Tal zu hören ist, das stört mich persönlich halt ein bisschen, aber das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ansonsten wirklich, es waren super Waldwege. Ja, sehr abwechslungsreiche, sehr schöne Wege, alles sehr weich und die meisten Wege auch schmal und wirklich schön zu laufen, schöne Aussichten dazwischen und jetzt eben Dielsberg oben, das war nochmal ein richtiges Highlight zum Abschluss von der zweiten Etappe, fand ich. Genau, und ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Die ganzen Links zum Wanderpass und zu dem Weg packe ich wie immer unten in die Beschreibung rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ach ja, was wir vergessen haben, ist ja der Wanderdaumen. Ja. Also, Michael, ja, wie ist denn heute dein Wanderdaumen? Mein Wanderdaumen, der zeigt heute ziemlich nach oben. Ein bisschen Abzug muss ich geben, wegen den Geräuschen aus dem Tal. Und dein Wanderdaumen? Der zeigt auch nach oben. Wirklich toller Weg, tolle Aussichten, sehr schöne Wegführung, hat Spaß gemacht. Sehr cool. Dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.